Hallo Reisefreunde. Haben wir jetzt zu viel verraten? Nee. Ratet mal. Vielleicht noch ein Tipp? Wer kommt uns besuchen? Zwei Schweizer? Ein Pärchen? Ein Van? 47 Länder Europas? Wer könnte das wohl sein? Steffi und Louis kommen uns besuchen. Von Come With Us Too. Weil die reisen mit ihrem Van Karl durch alle 47 Länder Europas. Und die sind im Land Nummer 33 angekommen, Luxemburg. Unserem Heimatland. Und wir spielen diesmal den Reiseführer. Auch was Neues. Und wir holen die beiden jetzt ab. Und zeigen ihnen Luxemburg. Bis gleich. Hallo Reisefreunde, so Hallo. Begrüßen wir jeweils unsere YouTube-Zuschauer auf unserem Kanal. Heute sind wir aber hier mit Patascha's World unterwegs. Wir sehen sie erst zum zweiten Mal nach dem CVSM letzten Jahr im Südtirol und haben uns riesig gefreut, jetzt sie wieder zu treffen und freuen uns natürlich auch auf Luxemburg. Wir bekommen 48 Stunden Privat-Guide-Tour von den Zweien und ich denke, davon kriegt ihr auch einiges zu sehen hier. Wenn wir schon als Reiseführer dienen, wo geht man mit zwei Schweizern hin? In die Schweiz. In die Luxemburger Schweiz. Mhm. Wir sind in? Berdorf, in der Region Müllertal. Und wir machen jetzt mal eine kleine Wanderrunde. Angst haben, werden wir da geklaut. Nein, da haben sich früher... Nein, Platzangst habe ich keine. Da haben sich früher die Räuber versteckt. Ach so, finden wir da noch Schätze? Vielleicht. Es ist dunkel drin, du siehst nichts. Ja. Handy. Das Tu mal hinter der Kamera ist auch interessant, ne? Behind the scenes.
Wir haben Dreck auf der Linse. Da. Kilometer Wandertour, da muss man aber sich auch wieder stärken und wir haben so einen coolen Parkplatz hier gefunden. Jetzt wird gegrillt. Ja. Die haben den gleichen Grill wie wir. Ja, aber ich glaube, euer ist nicht original, weil das haben wir jetzt gerade festgestellt. Wir haben hier so eine wunderschöne Plakette drauf. Wo ist denn eure, bitteschön? Dafür ist unserer gelb. Ja, toll. Und sauberer. Okay, Punkt für euch. Wir haben hier eine internationale Tafel heute Abend. Mit leckeren Sachen von überall. Italien. England. Mais aus. Luxemburg. Genmanipuliertem. Keine Ahnung. Portugal. Eier. Portugal, nicht Italien. Selbstgebraut aus Holland. Nicht von uns, Geschenk gekriegt. Selbstgebraut. Ja. Selbstgebrautes Eigenbrau. Hat uns ein YouTube-Zuschauer am Tulpenfeldrand in Holland besucht und hat uns nebst Eiern, selbstgebrauten Bier und ein ganzes indonesisches Menü vorbeigebracht, weil die Indonesen einmal eine Legion von Holland waren. Und das wissen wir nun auch. Ja. Was man nicht alles lernt. Beim Reisen. In Berdorf im Wald. Wir haben hier zum Abendessen bei diesem wunderbaren Grillabend Lüteburger Kochkäse. Ich finde das ziemlich speziell auszusprechen. Als Schweizer ist das nicht ganz so einfach, aber ich glaube, ich bin dem nahe gekommen. Du bist dem nahe gekommen. Ja, immerhin. Lüteburger Kochkäse. Was machst du? Filmen. Ihr könnt wahrscheinlich nur noch den Schatten von den Bäumen erkennen. Aber wir gehen jetzt schlafen. Tschüss, bis morgen. Guten Morgen, unser zweiter Tag als Reiseführer beginnt und wir bringen Steffi und Louis heute nach Stadt Luxemburg und machen da ein bisschen Sightseeing und ihr seid natürlich auch wieder mit dabei. Hier zwischen den Felsen sieht es da gar nicht so aus, aber ich sehe da oben blauer Himmel. So, wir setzen jetzt mal Kaffee auf und dann schütteln wir unsere Reisefreunde aus dem Bett. Denn heute wird noch ein interessanter Tag, ein anstrengender Tag, ein langer Tag. Es wird sehr cool. Die beiden können sich auf was gefasst machen. Wir haben jetzt eine kleine Planänderung. Wir haben noch einen Abstecher oder wir sind gerade in Echternach.
Und hier frühstücken wir jetzt mal, weil das Wetter ist so schön und hier gibt's einen See. Übrigens waren wir vor so ziemlich genau einem Jahr schon mal hier. Und damals sind wir auf den Spuren des Müllertal-Trail gewandert. Das verlinken wir euch einfach nochmal hier oben, weil das war auch eine sehr, sehr schöne Tour. So, aber jetzt wird es langsam Zeit. Wir haben jetzt fast gefrühstückt bis Mittag und jetzt geht's aber in die Stadt. So, die Mission Reiseführer geht weiter. Wir sind in Luxemburg Stadt, wenn ihr das erkennen könnt. Da, Luxemburg. Und den beiden zeigen wir, was hier abgeht. Ja, uns wurde Essen versprochen. Und die schönste Stadt in Europa. Ja. Die schönste Stadt der Welt. Oh je, wenn wir uns da nicht mal ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt haben. Wir sind jetzt unter dem Pont Adolphe gelandet und das ist eine Premiere für uns. Ja, hier waren wir noch gar nicht, seitdem die Brücke neu gemacht ist. Die Brücke ist jetzt in Ewigkeiten, sind die Brücke am Renovieren und das ist ziemlich gut geworden, weil jetzt kann man unter der Brücke mit dem Fahrrad fahren und zu Fuß durchlaufen. Die Charlotte, die war ganz beliebt im Zweiten Weltkrieg. Mittlerweile ist ihr Enkel an der Macht und der heißt Henri. Henri oder Henk, wie man umgangssprachlich sagt. Bevor wir jetzt loslegen mit Essen, Steffi, ich will es hören. Grompre Kichelchen. Rompe-Kichelchen. Also auf das Video von euch, da sind wir aber wirklich gespannt. Warum? All die Informationen, die ihr da weitergibt, ich finde es super. Das weiß bestimmt keiner. Nee, das weiß keiner, aber wir haben sie aus einer gesicherten Quelle, einer guten Quelle. Und, die wir zur Not auch verklagen können. Ja, wir verlassen uns da drauf. Runde 2.
oben die coole Aussicht gesehen. Wir bringen Steffi und Louis jetzt unter die Erde. Wir gehen in die Katakomben. Wir sind in den Kasematten und schaut selbst, es wird interessant. Schwindlig. Ja. So, wir sind jetzt als Reiseleiter durch und nun erzählt mal, wie hat euch Luxemburg gefallen? Also in erster Linie einmal hat uns natürlich die ganze Führung von euch außerordentlich gefallen. Ich habe das Gefühl, ihr wart so gut vorbereitet, auch mit den Jahreszahlen. Die wussten wirklich Fakten über die einzelnen Sehenswürdigkeiten. Also das könnte ich von der Schweiz nicht einfach aus dem Stegreif machen und deshalb, ich würde jetzt gerne den Hut vor euch ziehen, aber ich habe keinen. Dazu kam natürlich, dass wir es, das haben wir nicht gewusst, die gleichen Interessen teilen, also sehr viele Interessen teilen und das hat uns an Orte geführt, wo wir halt wirklich auch sagen mussten, wow, zum Beispiel gestern die Schluchtenwartung, das war einfach ein richtiger Wow-Effekt, oder? Aber auch heute, die Stadt war total cool, auch so ein bisschen mit dem Aspekt halt, dass wir hörten, ja, hier haben wir Nationalfeiertag gefeiert oder hier das, so diese persönlichen Noten, die waren sehr spannend und haben richtig schön Leben reingebracht. Luxemburg an sich, die Frage noch zu beantworten, hat uns an sich sehr gut gefallen, weil es sehr, sehr grün ist, nicht so dicht besiedelt und ja, für uns wirklich eine große Überraschung. Also Daumen nach oben für Luxemburg. Also wir kommen zurück. Ja, vor allem zu euch. Sehr gut. Und zum Diesel. Und jetzt wegen dem Diesel. Und Diesel tanken. Und jetzt zu euch. Wo geht's jetzt hin? Nach Hause. Genau, für uns geht es jetzt nach Hause, leider, auf die eine Seite leider, auf die andere nicht. Wir haben ein richtig cooles Projekt in der Schweiz in den ersten 7 Tagen, die werden anstrengend, aber auch richtig cool. Und wie es danach weitergeht, das wissen auch die beiden nicht, wir können es einfach nicht sagen. Weil die zwei das auch nicht wissen. Genau. Wir sind wirklich noch in der Planungsphase, natürlich, wir haben das Projekt mit den 47 Ländern und das werden wir auch so durchziehen. Die Frage ist, machen wir dieses Jahr weiter oder machen wir nächstes Jahr weiter? Oder wo machen wir weiter? Genau, es gibt so viele Möglichkeiten und ihr werdet es erfahren, ganz sicher. Wir sind gespannt. Ja. Vielen Dank nochmals für die wirklich super Führung. Also es war ja, sehr gerne. Richtig cool, das Wetter hat gestimmt. Es hat uns auch gefreut. Vielen Dank, dass ihr uns besucht habt. Ja, also das war bestimmt nicht das letzte Mal, weil so weit weg wohnen wir gar nicht. Nein, wir waren ja auch schon in der Schweiz. Ja. Das müssen wir dann natürlich auch nochmal. Wann kommt ihr in die Schweiz? Das ist die Wir sehen uns dieses Jahr auch nochmal. Ja. Ne? Aber nicht in der Schweiz. Zweimal. Ja. Zweimal. Genau. Und wo ist das? Genau. Am CVSM treffen wir uns, da haben wir uns ja zum ersten Mal getroffen. Genau. Und zum letzten Mal eigentlich. Ja. Bevor diesem Treffen. Genau. Und das andere Treffen ist dann das Busbuster Basecamp, wo wir mit dabei sind. Im Schwarzwald. Genau. Das ist im Oktober. Oktober. Ja. Beide Treffen. Beide Treffen. Und da seid ihr natürlich auch wieder mit dabei. Ob hier auf Kamera oder live. Wer weiß. Also, wir sehen uns irgendwann. Irgendwann. Wir sind raus. Wie sagt man auf Luxemburgisch? Wir kündigen jetzt. Ade. 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 Ade.